Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video gibt es wieder ein cooles Gameplay, das ich erspielt hatte. Leider nur Replay-Mode jetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht aufgenommen hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 150 Punkte im Arena-Modus. Hab mit dem Freund zusammengespielt. So. Ja, war auf jeden Fall ganz nice die Runde. Und ich bin jetzt immer auf dem Weg zu The Block als erstes gewesen. Dort schön mit dem Gleitertrick runterdroppen. Weiß gar nicht, welche Farbe der hat. Ich glaube, das ist nicht der direkt unter mir. Ich weiß auch nicht genau. Warte, ich kann ja mal ein bisschen einstellen, dass man weiterhin sehen. Genau da, Tress. Ist mein Mate. Das 100 Meter mache ich mal. Schließen. So. Da habe ich nämlich hier erstmal ein bisschen begonnen zu farmen. Da hinten seht ihr auch schon, war der erste Gegner. Mein Mate hat. Ach, kann man nicht direkt sehen. Ja, der hatte auf jeden Fall noch keine Kills zu dem Zeitpunkt direkt. Allerdings haben wir dann im Verlauf des Games ordentlich Kills geholt. Und ich glaube, gleich sollte auch noch etwas passieren. Ich nehme das jetzt im Ganzen auf und dann werde ich das nochmal zusammen cutten. Weil es sonst schwierig ist mit der Wiederholungsfunktion, das direkt zu navigieren. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Gegner wieder. Eine kurze Zeit später war da eben halt auch schon die legendäre Kiste. Und ich habe natürlich auch schon die Schüsse gehört. Der mein Mate bei dem Tartress hat schon angefangen zu kämpfen. Ich glaube, er hat da noch relativ zeitig einen Kill. Genau, Sam Roflex da hinten wurde schon gekillt. Den hat er auf jeden Fall easy gesneakt. Und dann war der andere auch schon direkt down. Ich werfe nur mal 3 Dynamit drauf. Und ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon so mit The Block. Denn dort war eigentlich nicht viel mehr. Mein Mate hatte 2 Kills. Ich am Anfang erstmal noch 0. Und dann dauerte es erstmal eine Zeit lang. Bis dann wieder irgendetwas Spannendes passierte. Und dort wird es jetzt auch mal einen kleinen Cut geben. So, auf dem Weg nach Loot Lake. Einige Zeit ist jetzt schon vergangen. Und dann habe ich hier nochmal geguckt, ob ich ja nicht eventuell sogar ein Automat ist. Jetzt hat dann wieder so einen leichten Gleiterbug. Ist ein bisschen schade manchmal. Ja. Da vorne sind auf jeden Fall direkt die nächsten Gegner. Weiß gar nicht, ob ich die direkt gespottet hatte, allerdings relativ zeitig auf jeden Fall. Der eine schießt mit Grenade Launcher. Ich habe sehr stark darauf aufgepasst, wo die Granaten hinfliegen. Manche davon waren auch wirklich extrem knapp. Wie zum Beispiel die, die hätte mich auch sehr, sehr gut treffen können. Und dann habe ich die als erstes einmal runtergeschossen. Weil die wirklich einfach nicht safe gebaut haben. Der eine hat schon minus 22 Damage. Und dann wurde nämlich von hinten auch nochmal angegriffen. Direkt hatte ich, glaube ich, nichts getroffen. Ist gar nicht, hatte ich. Ja. Da hatte ich auf jeden Fall. Da hatte mein Freund sogar noch mal den Kill bekommen. Von oben wurde auch nochmal ordentlich geschossen. Und ich weiß gar nicht, wurde er abgestaubt oder so. Auf jeden Fall war der eine Gegner down. Den habe ich dann runtergeschossen, war genockt. Ganz entspannt vom Schadenseffekt jetzt eigentlich funktionieren, weiß nicht. Und dann dieser legendäre Steinstoßpistolenkill. So. Und dann, ja, war es das erstmal soweit, ne? Und dann ging es weiter. Erstmal schön in die Zone rein.
Und ab jetzt gibt es eigentlich auch nicht mehr wirklich allzu große, uninteressante Stellen. Denn es ging so langsam Schlag auf Schlag. Mein Mate hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 4 Kills, irgendetwas in dem Dreh. Wir haben uns dann hier eingebaut. Er hat sich einen Chucky gegönnt. Ganz entspannt. Hat er da reingenommen. So, und kurze Zeit später sind wir dann auch schon weiter, denn wenn man auf die Karte so guckt, war die Zone auch nicht direkt bei uns. Allerdings waren in unserer Nähe natürlich auch noch ein paar Gegner. Ich stehe mit 2 Kills, er glaube ich 4 Kills. Und da vorne hatte ich zwar glaube ich gar nicht gesehen. Genau, in dem Moment hatte ich nämlich gesehen, dass der dann Quad hatte. Und dann habe ich mir so gedacht, dass ich da erstmal hochgehe. Um den ein bisschen zu killen, ne? Er hat nämlich mir erstmal gesagt, dass da oben die Gegner sind. Und genau, jetzt habe ich nämlich erst mitbekommen, dass der hier unten war. Und er war auch weg. Losgefahren und er war einfach weg. Der wollte nicht mehr mitspielen. Na, natürlich immer noch ein bisschen weiter hier rein. Wir sind schon sehr, sehr aggressives Duo, muss man sagen. Überhaupt bei The Block zu landen, war schon krass für uns, weil wir sonst wirklich 100% aggressiv gehen. Da unten hätte ich den tatsächlich killen können. Allerdings habe ich den dort nicht gesehen. Man sieht natürlich nicht die Spieler so Silhouetten. Es war ein bisschen risky, dass ich eigentlich nicht das Squad mitgenommen habe. Weil wir natürlich weit out of zone waren. Und hier war dann auch gar kein Gegner mehr. Ich dachte immer, da wäre einer. So war es dann aber letztendlich nicht. Er hatte zum Glück Ballons. Sonst wäre es knapp geworden. Er hat den dann noch mal ein bisschen eingebaut. Allerdings war das schon waghalsig. Die Zone erst hinter das Ziel. Divot. Das ist einfach ein zweiter Weg. Ich hatte zum Glück 15 Bandys. Und werdet ihr dann auch nochmal gleich sehen, dass ich die einsetze. Ja, mein Freund fliegt dann übrigens, ist auch ein Abonnent von mir. Wenn ihr auch mit mir spielen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ich spiele eigentlich hauptsächlich mit meinen Abonnenten. Da über mir war er übrigens, falls ihr das gesehen habt, ganz weit oben in der Luft. Aber wir waren zum Glück minimal schneller als die Zone. Denn sonst wäre das nichts geworden. Ihr seht, ich hatte nicht mehr viel Leben. Mein Freund fast in der Zone. Vor uns immer noch ein Gegner. So war die Situation zu dem Zeitpunkt. Kritisch, ich glaube ich zu dem Zeitpunkt 15 HP. Mein Freund zum Glück in der Zone, sonst wäre er nämlich verreckt. Gleich beginnen 2 Ticks. Er sniped schon auf die beiden nach vorne. Das waren auch die gegen die er vorhin gekämpft hat. Ich muss mich immer wieder und wieder heilen, weil ich einfach low bin. War richtig, richtig low. Ihr seht, die Zone ist noch ein kleines bisschen weit entfernt. Ich weiß nicht, links oder rechts. Ich wusste, dass links eigentlich Gegner sind. Hatte allerdings dann auch rechts noch den anderen Gegner gesehen. Und dann war das Ganze eben halt eine sehr kritische Situation. Zone macht schon 2er-Ticks. Ich muss mir immer wieder Bandages gönnen. Das ist natürlich sehr risky. Darf niemals zu spät mit den Bandys beginnen. Und dann habe ich es jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt durchgezogen. War natürlich wirklich extrem kritisch. Die da vorne habe ich zu dem Zeitpunkt zwar bemerkt, aber ich habe versucht, mich nicht um die zu kümmern. Dann hatte er hier schon ein Lagerfeuer platziert. Ich musste mich schnell hier eintürteln, weil ich gesehen hatte, dass da direkt die nächsten Gegner waren. Musste mich irgendwie voll heilen, weil mit so wenig Leben kann man da einfach nichts machen. Ich schon mit entspannten 3 Kills. Mein Freund hier schießt schon mal ordentlich drauf. Er hat mittlerweile auch einen Rocket Launcher. Ganz entspannt. Und dann waren da vorne schon ordentlich Gegner. Ich Stinkbomben. Vielleicht weiß es der eine oder andere. Stinkbomben sind einfach extrem stark. Ich hatte leider keinen getroffen. Allerdings waren dann hier die nächsten Gegner. Die hatte ich auch so gesehen.
Und dann war da vorne der eine Gegner, der ein bisschen escaped ist. Und dann kam nämlich das nächste Duo nochmal auf uns drauf. Ich habe denen schon 3 Hits mit der Scar gegeben, jetzt ganz entspannt. Schnell die Falle gedodged. War natürlich nicht meine Falle. Wir dann ordentlich raufsprayen. Mein Freund war dann down. Das war echt knapp. Hatte natürlich auch noch den einen gekillt. Und dann hatte ich ihn nochmal durchgecarried. Und da war der 4. Kill. Neben uns waren schon direkt die nächsten Kills. Ich musste es durchziehen. Granaten ignorieren. Hat zum Glück auch geklappt. Ich war zwar jetzt komplett offen, allerdings wusste ich, dass es nur noch eine Sekunde war. Dort konnte ich ihn ganz entspannt hochholen. Er zum Glück ein Chuck-Chuck, das hilft natürlich extrem weiter. 18 Gegner, relativ kleine Zone, wenn man sich das mal so anguckt. Die ist wirklich nicht mehr allzu groß. Und dann haben wir uns direkt gedacht, weiter auf die nächsten Gegner. Keine Pause machen. Punkte müssen gemacht werden. Ich habe mich hier einmal kurz eingetörtelt. Er wollte trotzdem weiter. Ich habe eben halt nur kurz auf ihn gewartet. Er hat auf jeden Fall auch krasse Hits mit dem Rocket Launcher rausgeholt. Ein bisschen verbuggt manchmal in der Wiederholungsfunktion. Trotzdem ist ganz nice, dass man auf jeden Fall sich solche Replays einfach angucken kann. Ich hoffe, da werden die auch nochmal etwas fixen, gerade für die Weltmeisterschaft, dass man eventuell sogar live zugucken kann. Ich habe noch ein paar Rocket Muni gedroppt. Was ja immer hilfreich ist. Neben uns waren direkt die nächsten Gegner. Ich glaube, er hat beiden einen Shot gegeben. Genau, die hatten da oben offen gemacht. Beide minus 120 Damage. Minus 120 Leben. So rum. Er hat dem einen direkt Pump gegeben. Ich habe ihn gefinished. Na, hatte er, glaube ich, schon 6 Kills oder so. Weiß gar nicht mehr. Warte, wir können ja mal kurz rüber gucken. Der ist hier direkt über mir. Ne, unter mir jetzt. Er hatte 6 Kills. Ich hatte 4 Kills. Stabil auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt. Dann hatte er mir noch gesagt, da ist ein Biggie. Den habe ich dann natürlich direkt, bin ich da direkt hingegangen. Und noch ein Mini. Hier auf jeden Fall stabiler Loot. Der war wirklich krass. Ich habe erstmal nichts getrunken, also erstmal hier die Minis. Und dann bin ich ihm halt erst weitergelaufen, weil er mir eben halt hier nochmal Minis gedroppt hat. Und sind da weitergegangen. Ich habe den Biggie erstmal aufbewahrt, da die Zone schon wieder kam. Da sieht man es auch nochmal. Vorne waren auch wieder direkt Gegner. Ich hatte nur da oben, also rechts, gehört, da beim Prinzip ja die Minimap ist, dass da Gegner waren. Und die wollte ich aber als erstes mal ignorieren. Und dann kamen von da hinten die nächsten Gegner direkt von Osten. Schnell eintörteln. Biggie trinken, weil ich in der Zone war. Ja, natürlich zwischendurch erstmal abbrechen. Und dann ging es weiter. Kills machen. Hier perfekt eigentlich schon getörtelt. Jetzt ist er natürlich ein bisschen doof. Ich konnte durchgucken, weil man ja aufeditieren kann. Alles einmal rundherum. Auf. Ihr müsst überlegen, 14 Gegner in dieser kleinen Zone ist schon krass. Klar, für ein Tournament ist das eigentlich noch nichts. Allerdings für Beginn definitiv stabil. Dann haben wir dort die Gegner gesehen. Er hatte mich den hier die Nummer 10 angegriffen. Und ich hatte allerdings nur die Nummer 6 gesehen, die ja im Duo waren. Und dann habe ich die erstmal hier stabil angegriffen. Aufgesprayt. Da waren Ghosted bei. Das weiß ich noch relativ genau, auch wenn schon 2 Tage her ist. Die Runde war einfach legendär. Und dann hatte ich den da gesehen. Beziehungsweise er war hier oben, der andere Gegner ist ein bisschen escaped. Und dann bin ich nochmal hier unten zu den anderen gegangen.
Ich habe ihn am Minis gedroppt, weil er ein bisschen Schaden genommen hat. Dich escapen als erstes Mal. Immer noch bei 4 Kills. Dann wollte ich hier auf der Brücke landen, da das hier eine Zone war. Und hatten gesehen, hier kommt noch ein anderer Gegner. Ich lande in ihm. Ich weiß, dass es risky war. Allerdings hatte ich dann hier unten erst eine Falle platziert. Wäre natürlich schön gewesen, wäre direkt drin gewesen. Na, wusste ich eigentlich, dass ich safe durcheditiert. War zwar ziemlich kritisch, weil er mich wirklich gut gelasert hat. Allerdings saßen die 2 Pumpshots. Dann konnte ich mich mit Minis auch wieder direkt healen. Wir waren auf jeden Fall stabil in der Zone. Immer noch 10 Gegner, die hier lebten. Ich schon 5 Kills. Ja. Mein Freund auch nicht wirklich viele Leben. Trotzdem hat er dem unten schon wieder ein Rocket Launcher gegeben. Er hat so viele Rocket Launchers wirklich verteilt. Und dann haben wir dem hier unten schön gepressured. Dann hatte ich ihm nochmal einen 110er Shot schön reingedrückt. War ein sehr entspannter Shot auf jeden Fall. Er hat mir auch nochmal einen kleinen Shot gegeben. Allerdings hat es natürlich gereicht. Dann hatte ich noch einen Biggie hier, den ich mir entspannt gönnen konnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon 6 Kills. Wir sind uns da gegenseitig auch überhaupt nicht böse, wenn einer mal keine oder wenn ein Kill sozusagen abgestaubt wird, weil wir so oder so beide die Punkte dafür bekommen. Deshalb ist er eigentlich immer nur besser. Der lower ist, bekommt die Kills möglichst. Und generell einfach Kills machen ist das Wichtigste. Erst hier ein bisschen turteln. So lange, bis er mal full war. Ich hatte versucht, den zu snipen. Wäre legendär gewesen. Und dann hat er... Ne, genau, das war ja nämlich kein Hit. Der andere war da ja schon low. Und dann sind wir erstmal hier aggressiv auf die raufgegangen. Ist schon ordentlich getörtelt. Dann hier einmal schön durcheditiert, um möglichst wenig Damage zu bekommen. 5 Gegner noch. Ich weiß gar nicht, war mein Mage schon down? Zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall da oben erstmal 21er Hit, 90er Hit, 143er. Diese Kombi war legendär. Ich habe ihm wirklich Pumpshot aus Range gegeben. Jagdgewehr, Quickscope und dann nochmal der 143er Pump. Mein Mate war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon down. Es ging wirklich sehr, sehr schnell. Er ist, glaube ich, an der Zone verreckt, weil er es nicht ganz geschafft hat, sich rein zu editieren. Das habe ich eigentlich sehr gut gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich hier einmal kurz gefettfingert und habe mich hier richtig geil hoch editiert. Na, 120er Headshot. Auf ihn rauf. Und der nächste kam dann auch schon rauf. Er ist dann einfach runtergesprungen. Er hat sich gedacht, Leben macht keinen Sinn mehr. Wozu auch? Ich meine, wir können uns das ja nochmal kurz angucken. So. 30 Sekündchen zurück. Ich kill den entspannt. Und er wollte wahrscheinlich bauen, hatte eventuell keine Mats mehr. Das weiß man jetzt natürlich nicht. Ich kann ja nochmal gucken. Ich jetzt den hab. Der. Genau. Das war nämlich mein Gegner. Er hat schon ganz gut hochgepusht. Hier hoch. Und hat es einfach nicht geschafft zu bauen. War ein bisschen lost von ihm. Ja, und das war's dann eben halt mit der Runde. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Und dann bis zum nächsten Video auch. Ciao.